Ja, moin Freunde, pünktlich zum Video sitzt meine Katze da und guckt mich dusselig an. Aber es ist, ja, ich habe von Lego Marvel Spider-Man, Mysterios Angriff auf Spider-Man oder Drohnenangriff auf Spider-Man, die 76184. Es ist kompliziert, wenn du als vor der Linse rumläufst. Ja, wenn du auch noch so goldig aussiehst. Ich habe dieses Set beim Mediamarkt aus dem Sale geholt. Ja. Und der Grund war die Figuren. Die UVB liegt bei 19,99 € für 74 Teile mit 3 Figuren. Wir haben, wo haben wir die 1:1-Abbildung? Da, natürlich Spider-Man, ganz klar. Und wir haben die Rückseite, da sieht man nochmal die Einzelsets. Da haben wir also eine Drohne, wir haben einen Pickup-Track. Und wir haben Spider-Man, Mysterio und Nick Fury. 3 Figuren finde ich ganz okay. Wollen wir mal auspacken? Wir packen mal aus. Wir drücken die Lasche ein, weil das den Karton nehme ich auch nicht auf. Wir haben ein großes Formteil. Ach, das war's schon. Und Lego kriegt tatsächlich hin für 74 Bauschritte oder 74 Teile 2 Anleitungen und 2 Bauschritte hinzubringen. Also der Hintergrund ist folgendes. Dieses Set kann man auch mit Balding Plus oder wie sie das nennen, bauen, animiert 3D. Man kann es teilen, gemeinsam bauen nennen. Ja. Ja. Ich würde sagen, ich packe mal die Teilchen aus, oder? Machen wir das? Ach, das machen wir so. Komm. Das 74 Teile. Da bin ich ja mehr mit Schneiden beschäftigt, als wenn ich das gerade hier so mache. So. Da haben wir eine dritte Tüte. Sensationell. Boah, schöne Lime Green. Oder wie heißt das? Trans Lime Green? Oder wie nennt sich das dann? Hm, keine Ahnung. Da haben wir wahrscheinlich das Cape drin. In Pink. Das Ganze spielt auf die Szene oder auf den Far From Home Spider-Man 2, glaube ich, an. Und hier haben wir das Schussgerät, mittlerweile kenne ich es ja. Wir haben einen schönen, coolen Mysterio-Helm, den finde ich schon mal geil. wir gucken mal an, was die Anleitung uns so mitteilt. Wollen wir mal gucken? 74 Teile. Achso, Bauschritte gibt es ja hier keinen, die ich euch sagen kann. Aber ich kann euch sagen, wir haben 39. Und 48 Seiten, also für 74 Teile, ist das geil. Ah, herrlich, wenn man sonst nichts mehr zu lachen hat. Ja, guck mal, den Spider-Man kriegen wir auch ohne Anleitung zusammen. Der sieht cool aus, cooler Print. Man muss ja was loben. Hier auch Prints, ist ein 4+, das sind alles Prints. Ich denke mal, Nick Fury wird schwarz sein. Also, die Teile davon. Mysterio hat auch kein Gesicht. Brauche ich auch nicht, hat ja den komischen Helm auf. Ich suche schwarze Beine. Ja. Oh, alle 3 Figuren haben bedruckte Beine. Das finde ich ja schon mal geil. Ach ja. Wendegesichter haben die alle nicht. Ja gut, Spider-Man hat halt ein Netz auf der Rückseite. Jo. Hat Nick Fury eine Frise? Ne, ist ja ein Plattkopf, glaube ich, oder? Plattkopf nicht. So, Spider-Man, ja. Das ist ja faszinierend. Also, wir nehmen nichts in die Hand und haben dann das Netz. Ah, herrlich. Ist das nicht geil. Also wenn mich da schon sowas... Ach, egal. Cooles Netz. Und jetzt habe ich nochmal das Netz in der Hand. Gibt das Spider-Man in die Hand oder was? Also Leute, ja. Gut. Haben wir
Am 8. der hat den. Okay. Der hat den Lappen um. Natürlich, logisch, hat ja einen gescheiten Print. Muss mit dem ja was drüber machen, dass das keiner sieht. Habe ich alles richtig gemacht. Wir haben. Haben wir die Fernbedienung? Ach, und in der anderen Hand hatte den Rubin, darum geht's ja. So. Und dann dürfen wir anfangen zu bauen. Wollen wir uns die Minifiguren gleich angucken? Warum machen wir im Fazit? Ne? Machen wir alles nachher zusammen. Zeig sie mal kurz. Ja, man hätte es natürlich auch hier ein bisschen sorgfältiger lösen können. So, passt. Guck mal, ein kurzer Überblick. Ja, jetzt bauen wir dieses schwierige Set zusammen. Ich mag ja die ganzen Marvel-Filme. Ich habe in dem Jahr zwar noch keinen geguckt von den neueren, kam einfach noch nicht dazu, aber der Winter steht ja jetzt vor der Tür und da haben wir erfahrungsgemäß ein bisschen mehr Zeit. Hier haben wir die Teilliste. Hier hinten haben wir Werbung für den Helikopter. Und hier kann man was gewinnen. Also ich kenne noch keinen, der da was gewonnen hat. Ich kenne noch niemanden, der da mitgemacht hat. Das ist daran. Habe ich doch einen Schnitt gemacht. Ich war mit meinem One-Take-Fazit nicht zufrieden. Dann mache ich es halt nochmal. Wenn ihr gleich irgend so ein Gemaul und Gejaule hört, die Katze spielt, hatte ich auch 5 Minuten. Wir fangen an mit den Minifigürchen. Wir haben Nick Fury, Spider-Man und Mysterio. Mega coole Figuren, super geiler Druck vorne drauf. Beine bedruckt bei allen dreien, Rücken bedruckt bei allen dreien. Bei Mysterio sieht man es nicht, weil er das Cape anhat. Und bei Nick Fury ist der Rückendruck ein bisschen mau ausgefallen. Ja, ihr seht es ja. Natürlich habe ich das Clip abgenommen, bevor ich das Foto von hinten gemacht habe. Aber in der Regel sieht man es halt nicht, aber ist ja auch frisch. Ich sehe ihn bei mir eben im Schrank drin und man sieht eh nur die Vorderseite. Ein wunderschönes Netz. Wie ich das damit reinsetze, weiß ich noch nicht. Aber auch das werden wir früher oder später rausfinden. Ja, zwei Blaster in der Hand und Mysterio hat halt den Rubin und die Fernsteuerung für die Drohne. Zu erkennen daran, dass das derselbe Print ist wie der. Kommen wir auch direkt zur Drohne. Schussding. Ist noch da. Zwei Ersatzschussgeräte nebendrauf. Alles super. Schnell gebaut. War kein Thema. Ihr habt es noch schneller gesehen, weil ich habe doch ein Speedbild gegriffen. Ihr wollt euch ja nicht 10 Minuten angucken, wie ich hier so ein Set zusammensetze. Ja, schöne Teile, gute Qualität. Kann man nichts gegen sagen, Gottes Willen. Eine Drohne. Das Autoschen finde ich cool, muss ich sagen. Kann sogar ein Wheelie und kann sogar drehen beim Wheelie. Cool gemacht. Fährt, ist stabil. Die schwarzen Teile sehen mega cool aus, finde ich. Also wirklich eine Top-Qualität. Gut, das wird das, wenn das Kind damit mal 2 Tage gespielt hat, wird es nicht mehr so aussehen. Wir haben einen wunderschönen Frontdruck. Den finde ich cool. Einer der Gründe, warum ich mir überhaupt 4 Plus jetzt kaufe, sind die Prints. Und ja. Ein Auto halt, ein Formteil, 15 Teile dran gesetzt oder 20 und dann war das Auto fertig. Anleitung habe ich ja schon genug gelästert. Telefonbuch von Köln für 74 Teile, das ist geil. Ja, ansonsten ein nettes Set.
Ich habe es unten drunter Amazon verlinkt, aktueller Preis, ich glaube 14,99 oder 15,99, da geht aber noch was. Also gibt nicht mehr wie 12 oder 13 Euro dafür aus. Es würde euch wehtun, glaube ich. Es ist für die Sachen, also ehrlich gesagt ein Zehner, und dann habt ihr einen guten Deal gemacht. Okay? Schau doch mal nach. Wenn ihr nur die Figuren wollt, die kriegt ihr auch einzeln, ich weiß nicht, was die kosten, aber wahrscheinlich kommt mir günstiger weg. Die werden keine 4 Euro pro Stück kosten. Ja, das war's für heute. Nettes kleines Sättchen, schöne Figuren, der Hauptgrund dafür, warum man sowas kauft. Habt noch einen schönen Tag und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.